Das Tolle an dieser gratinierbaren Quarkmasse ist, dass man sie super vorbereiten kann und es allgemein sehr schnell und einfach passiert ist. Dazu nimmst du 100 Gramm Butter und 100 Gramm Zucker und schlägst sie mit dem Mark einer Vanilleschote schön schaumig. Dann gibst du nach und nach 4 Eigelbe dazu und schlägst sie nochmals kräftig mit. Nachdem so eine helle und schaumige Masse entstanden ist, gibst du 330 Gramm Quark und 250 Gramm Creme Fraiche dazu. Zum Schluss hebst du noch langsam 40 Gramm Mehl unter und vergewisserst dich, dass alles gut verrührt ist. Dann gibst du in eine feuerfeste Form deiner Wahl Beeren, Früchte oder Beeren und Früchte. Und wenn du total crazy drauf bist, gibst du noch ein paar Schokostreusel, Kuchen oder Kekskrümel dazu. Darüber kommt dann unsere Topfmasse per Spritzbeutel oder Löffel. Für eine deutlichere Karamellkruste gibst du noch etwas Puderzucker drüber. Und dann geht's kurz und kräftig ab unter den Grill. Wie ich bereits sagte, ist die Masse sehr vielseitig. Du kannst also verschiedenste Formen und Füllungen ausprobieren. Es muss auch nicht immer nur Obst sein, du kannst auch zum Beispiel ein Stück Kuchen zum Schluss noch etwas verfeinern. In jedem Fall erhältst du ein wunderbares Dessert mit leichter Knusperkruste und wunderbar cremigem Inhalt.